Okay. Einmal Fossil ins Loch. Fang! Ich kann das nicht glauben. Das ist ein sehr seltenes Exemplar. Es ist eine Amöbe aus der Kreidezeit. Das könnte es sein. Werde ich nun so reich und berühmt wie Sie? Natürlich, natürlich. Sag mir nur, woher du es hast. Was? Ja, aus den Bergen natürlich. Was ist das wert? Oh, Reichtum. Mein Name in großen Neonbuchstaben. Ihr Name in großen Neonbuchstaben? Unser Name in großen Neonbuchstaben. Also, wo hast du es her? Ich weiß es doch. Warum hat er denn keinen blassen Dunst? Keinen blassen Dunst. Hä? Verfluch nochmal. Entschuldigung? Denk nach. Du musst dich erinnern. Nein. Oh, Mann. Ich sag Ihnen was. Wenn ich mich erinnere, komme ich wieder. Was? Markiere die Fundstelle für mich. Sonst vergisst du es wieder. Was? Okay. Dann gehen wir nochmal dahin. Ja, wo war denn das? Hier drüben, ne? Ich glaube. Bei unserem Freund dem Drachen können wir ja offenbar auch nichts mehr machen. Mochte den eigentlich. Wir können ja aber gar nichts anwählen. Was sollen wir denn machen? Ich weiß nicht, können wir denn... Ja, wir markieren die Stelle mit einem Juwel, genau. Nee, was sollen wir denn... Können wir den irgendwie mit irgendwas hier benutzen? Nee, ne? Weiß ja nicht, vielleicht sind das ja mit... Jetzt mit... Nee, oder? Moment, ich will das mal probieren. Okay. Oho, oho, oho. Ja? Hier ist nichts. Verdammt. Aber wir haben festgestellt, es geht in den Bergen. Das ist ja schon mal... Ach nee, wir müssen jetzt alle Dingens hier, alle Umgebungen, wo Berg ist, untersuchen nach irgendwas Metallischem oder was? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich was mit dem Fossil zu tun hat. Das war jetzt bloß so... So eine spontane, so ein sinnloser Einfall eigentlich. Hier ist nichts. Ärgerlich, ärgerlich. So, dann hüpf mal, mein Freund. Wir müssen auch noch irgendwo ein Steigeisen holen. Hab auch noch keine Ahnung, wo das sein soll. Benutze. Wer hätte das nur gedacht? Okay, weiter geht's. Es kann ja eigentlich nicht allzu viele von den Feldern hier geben, oder? Von den Umgebungen. Vielleicht beim Baum? Bäumchen. Hier ist nichts. Schade. Okay. Dann... Ne, Moment, komm, wir machen das mal hier. Zack. Und gehen direkt wieder zum Drachen. Das geht vielleicht ein bisschen schneller. Ist ja so schon nervig genug eigentlich. Hier ist nichts. Wieso hängt mein Mauscursor gerade? Oh shit. Ja, ich mache mal eine kurze Unterbrechung und versuche meinen Mauscursor wieder in Bewegung zu setzen irgendwie und wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Also, bis gleich. Okay, Leute, weiter geht's. War irgendwie gerade ein bisschen komisch, ich weiß nicht warum, aber mein Cursor ist gerade total festgefroren hier im Bild. Ja, ließ sich eigentlich ziemlich einfach wieder beheben. Ich habe einfach mal kurz das Ganze runter in die Taskleiste verschoben und dann wieder hochgemacht. Dann ging's auf einmal wieder. Ansonsten hätte ich das Spiel wahrscheinlich neu starten müssen oder so, keine Ahnung. Naja, ging ja jedenfalls, dann suchen wir mal weiter. Ich glaube, das wird noch ziemlich... Hier ist nichts. Ja, wer hätte das gedacht? Ich glaube, das wird noch ziemlich ätzend lang dauern hier. Denn wir müssen ja noch das ganze Stück, jetzt kommt gleich der Riese und davor ist ja auch noch ein Stück, wo wir untersuchen müssen. Oh Gott. Am Ende ist hier überhaupt nichts in den Bergen. Das wäre ja auch der Hammer. Hier ist...
ist nichts. Wobei Simon ja eigentlich sagt, wenn es überhaupt keinen Sinn macht, von daher könnte es schon sein. Irgendwo muss eigentlich was sein. Ich hoffe mal, ich muss nicht auf den Karten jetzt auch noch präzise den richtigen Punkt raussuchen. Das wäre ein bisschen mies, finde ich. Ich bin ein Glückspilz. Was? Ich werde das sehr vorsichtig machen. Hast du... Du hast doch noch gar nicht benutzt. Aber scheint zu funktionieren, ne? Ah! Wow! Das ist echt starkes Metall! Yay! So, wir haben aber hier so den Detektor da gleich liegen lassen. Wir haben aber noch nichts einstecken irgendwie. Hier ist aber nur der Metalldetektor. Was ist das für ein Mist? Ich habe das Milrit schon gefunden. Ja, das ist ja schön, aber vielleicht möchtest du es auch mal ausgraben irgendwie? Vielleicht können wir es ja mit einem Magneten rausholen. Das geht doch so nicht. Wieso nicht, Mann? Ach, dieser Kerl. Scheiße. Was soll ich denn machen? Ich habe das Milrit schon gefunden. Ja, das ist ja schön, aber... Ach so, warte mal. Wenn das... Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas mit dem Paläontologen, mit dem Henry Jones zu tun hat, aber wenn das... für seine archäologischen Sachen da war, dann ist das vielleicht schon die Markierung? Könnte das sein? Lass mal zu dem zurückgehen, mal gucken. Der scheint den Metalldetektor ja eh nicht mehr nehmen zu wollen, von daher können wir da eh nichts machen. Dann probieren wir mal hier, ob Henry Jones den vielleicht einfach da, ob ihm das schon reicht, ob das irgendwas mit ihm zu tun hat, ich weiß es ja nicht. Mal gucken. Mr. Jones! Hallo, Dr. Henry Jones! Wissen Sie, woher die Fossilien kommen? Jawohl, aus den Reggae-Bergen. In den Craggy-Bergen. Ich habe meinen Metalldetektor dort. Exzellent! Ich muss sofort dorthin reisen. Ich muss nur meine Sachen zusammenpacken. Spitze! Okay, dann tun wir mal dasselbe und reisen ebenfalls dahin. Ich wusste gar nicht, dass das da oben die Reggae-Berge sind. Das heißt, Bob Marleys Haus, in dem Sordid wohnt, muss ja dann auch irgendwo in der Nähe sein eigentlich. So, wo war denn das? Nee, Quatsch, hier war es ja gar nicht. Nochmal. So, benutze das mit dem Riesen. Das heißt, Sordid muss ja auch irgendwo hier sein. Das wäre ja dann wahrscheinlicherweise, wenn wir da bei den Steigeisen... Ah! Warte, bis ich den Benny in die Finger kriege. Okay, was? Ach du meine Güte. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Ach so. Ich habe das Knall vergessen, mit dem ich raus wollte. Ach, weil er an das Milrit nicht rangekommen ist. Halt mal die Klappe, Jones. Weil der an das Milrit nicht rangekommen ist, dass Simon braucht ja jemanden, der Löcher graben kann. Und deswegen hat er die Stelle mit dem Metalldetektor... Alter, kannst du mal die Klappe halten? Deswegen hat er die Stelle mit dem Metalldetektor markiert, damit der Jones hier ein Loch gräbt und dann wahrscheinlich irgendwas für uns ausgräbt oder so. Hier gibt es keine Fossilien. Hier, Loch. Ich möchte nicht, dass er weiß, dass ich hier bin. Warum nicht? Er wäre bestimmt nicht erfreut, mich zu sehen. Ach, wieso denn? Ist doch schön, alte Freunde wieder zu treffen. Ein Haufen Dreck, ausgegraben von Dr. Henry Jones. Hier liegt auch ein wenig Milrit-Erz herum. Okay, super, das ist schön. Dann nimm den mal. Was will ich mit Dreck? Ich denke, da ist Milrit drin. Ach, okay. Hat sich geklärt. Ja, wir wollen natürlich keinen Dreck, wir wollen das Milrit-Erz. Jawoll! Und damit haben wir jetzt endlich was. Wir haben Erz, wir brauchen einen Axtkopf. Wir gehen nochmal zum Schmied, würde ich sagen. So, vielleicht kann der uns ja einen Axtkopf draus machen. Und dann können wir schon mal dem Holzfäller die Axt geben. Da wird sich der Baum bestimmt ganz doll freuen, wenn wir dem Holzfäller die Axt geben. So, und vielleicht kriegen wir dann irgendwas Schönes von dem. So, probieren wir es nochmal so wie vorhin mit dem Geben. Milrit-Erz, nicht dem Amboss, dem Schmied natürlich. Jawohl, sehr schön. Kannst du damit etwas anfangen? Ich kann vieles mit so einem Metall anfangen. Gut, ich benötige einen Axtkopf.
Kein Problem. Solange ich die Reste behalten darf. Sicher. Der Schmied kann ja reden, allerdings ohne den Mund zu bewegen. Ja, interessant. Ach so, und er prügelt das auch kühl, ist klar, natürlich. Und Simon steckt sich das direkt... Man sieht sich. Simon steckt sich den heißen Axtkopf direkt in die Mütze rein, okay? Das ist gut, wir haben einen Axtkopf und wir gehen direkt mal zum Holzfäller, den ich allerdings erstmal finden muss. Wo war denn der? Kann mir das jemand sagen? Ich glaube, beim Zentrum des Waldes, oder? Ich glaube, wenn wir drüben nach rechts gehen, im Zentrum des Waldes war das. So, damit haben wir das schon mal abgearbeitet. Oh, wir haben noch so einen Haufen Krempel im Inventar. Vor allen Dingen auch sowas, das ist alles Zeug, was man nie wieder benutzt. Diesen Hut, die Pfeife, den Schlüssel. Ach, genau da ist er. Wie soll ich jetzt weitergehen? Okay, mach mir mal einen Menschen glücklich. Das glaube ich nicht. Glaubwürdige Vertonung. Die Glücksfee muss mir heute gutgesinnt sein. Ich probiere es sofort aus. Passt auf, Bäume, hier komme ich. Es heißt gesonnen, mein Freund. Gesonnen, nicht gesinnt. Okay. Die Hütte ist frei. Der Kerl ist auch unglaublich undankbar und gibt uns gar nichts. Ich meine, wir haben ihm gerade einen Axtkopf aus magischem Metall gegeben. Und er gibt uns nichts dafür. Er dankt uns noch nicht mal wirklich. Aber wir können zumindest in die Hütte reingehen. Okay, ein Steigeisen. Na, spitze. Gut, dann haben wir schon mal jetzt was, um dort weiterzukommen. Das ist ja schon mal cool. Haben wir sonst noch irgendwas? Kamin, Haken. Der Hakan. Gucken wir uns den mal an. Ein Haken, mit dem man einen Topf übers Feuer hängt. Tatsächlich, aber die Frage ist, was hängen wir da dran, ne? Vielleicht den Eimer? Das geht doch so nicht. Hätte ja sein können. Aber der hängt auch noch im Feuer irgendwie, ne? Können wir den irgendwie einfach so benutzen? Nee. Kann man denn so spaßeshalber? Selbst ich bin nicht dumm genug, das auszuprobieren. Wieso nicht? Hättest du doch mal probieren können. Schade eigentlich. Okay. Dann haben wir das. Hier ist aber auch. Wart mal. Wenn Simon das schon so sagt, dann ist doch da bestimmt irgendwas mit, oder? Ich meine, der sagt das so. Hier ist ja ansonsten auch nichts. Ich meine, die Hütte wäre ja abgesehen von dem Steigeisen ziemlich sinnlos. Und ich glaube nicht, dass sie nur das Steigeisen hier reinpacken. Können wir denn irgendwas... Ach, ich will mal was probieren. Geht das? Ich liebe solche Sachen. Ha! Ist ja unglaublich. Spitze! Und wir stecken den Feuerlöscher direkt wieder in die Mütze rein. Kannst du den Haken denn jetzt vielleicht irgendwie an dich ranziehen oder mitnehmen? Ich weiß nicht, kann man den mitnehmen? Das ist an der Feuerstelle befestigt. Ach nee. Ja, jetzt brauche ich ihn ja eigentlich nicht mehr bewegen, aber wenn das... Oh. Okay. Ja, ich wollte eigentlich den rumdrehen, damit ich dann irgendwas dranhängen kann, beziehungsweise anfänglich wollte ich das. Jetzt war es ja eigentlich bloß noch, weil er da ja bloß reagiert hatte bei dem Bewegen. Aber ist ja auch nett. Rosenholz? Was? Zähne? Ach, ein Holzlager. Ach, warte mal. Was wollten die denn? Weiß das noch jemand, was die wollten? Die Holzwürmer? Die wollten doch irgendein bestimmtes... Ich bin allergisch gegen Eichenholz. Okay. Ja, einer wollte Eichen. Die wollten ja alle was Verschiedenes. Ich bin allergisch gegen Teakholz. Okay, ich glaube, die Entscheidung wird uns abgenommen. Ich mag Mahagoni. Aha, okay. Ich nehme mal an, gegen die anderen wird er dann auch allergisch sein, oder? Du kannst ja mal probieren. Ich bin allergisch gegen Zederholz. So eine Überraschung. Da müsstest du ja übelst picklig werden und totale Beklemmungen kriegen hier unten eigentlich. Nein, nicht benutze, Quatsch. Nimm, natürlich. Ich bin allergisch gegen Rosenholz. Boetianisches Kirschholz, genau. Ich bin allergisch gegen boetianisches Kirschholz. Natürlich bist du das. Okay,
Dann haben wir jetzt zwei Sachen, bei denen wir ansetzen können. Mal wieder nach oben gefahren hier. Das ist ja auch eine Aktion hier mit dem Haken. Es hilft halt doch, wenn man immer mal ein bisschen sinnlos rumprobiert. Okay, dann können wir den Burschen jetzt mal Mahagoniholz vorbeibringen.